Zur Ermittlung der Koordinaten auf meinem Kartensystem möchte ich noch eine grafische Alternative aufzeigen. Hallo und willkommen zu diesem 3D-Karten-Tutorial. Im letzten Video dieser Reihe habe ich mir hier Formeln gebastelt und diese Striche gezogen und konnte die Koordinaten anhand dieser Striche, die ich mit der Großschreibtaste einfach verschieben konnte, auslesen. Allerdings musste, wenn die Grafik kleiner wird, musste hier einiges händisch verschoben werden. Ich musste hier eine Formel anpassen. Jetzt gibt es noch eine kleine Alternative. Und zwar habe ich hier einfach das Bild eingeladen und ich habe mir mit Formenobjekten, mit Strichen und einer Fläche, habe ich mir einfach so ein Gitter gebastelt. Dieses Gitter, das ist ein gruppiertes Netz, das lege ich einfach mit der Maus an die Ecken meines Bildes. Und ziehe es einfach so groß, zum Beispiel so breit, dass meine Linien hier sich mit der Grafik decken. So, und dann, ja, das Bild muss ein bisschen runtergeschoben werden vielleicht, ja, dass sich das alles hier schön überdeckt, überlagert. Und dann kann ich nämlich, so, dann kann ich hier nämlich, wenn ich einen Punkt bestimmen möchte, einfach hier auf den Punkt schauen, einfach gucken. Dann kann ich zum Beispiel ablesen, dass dieser Strich hier rechts daneben, der dicke Strich, dass der Wert 50 ist. Moment, wenn das die 50 ist und das die 40, ist das hier der 45er Strich. Und wenn ich nach rechts schaue, ist das der 40er. Also wäre das Koordinate 40, 45. So, ich zeige einmal kurz, wie ich dieses Objekt angelegt habe. Ich habe mir einfach ein Rechteck gezeichnet, es geht ganz schnell hier, ich habe mir ein Rechteck gezeichnet, habe dort Striche drauf gezogen. Moment, erstmal das Rechteck ein bisschen unsichtbar machen, mit der Füllung, mit den Füllfarben, höhere Transparenz einschalten, das soll ja hier auch das, was da drunter ist, sichtbar sein. Dann habe ich Linien gezogen, und zwar mit gedrückter Großschreibtaste kann man direkt senkrechte Linien ziehen, also dass die Linien direkt senkrecht fallen. Habe die Linie halt ein bisschen stärker gefärbt. So, und na, beide deckungsgleich gelegt. So, und dann mit gedrückter Großschreibtaste habe ich einfach mit gedrückter Großschreibtaste und gedrückter Steuerungstaste habe ich das Ding einfach 10-mal nebeneinander gelegt. Noch daneben noch, also insgesamt 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und diesen 11. schiebe ich mit gedrückter Großschreibtaste ganz an den Rand. So, und jetzt markiere ich die alle. Mit gedrückter Großschreibtaste zum Beispiel. Und ordne sie an. Und zwar mit Format, Ausrichten, Horizontal verteilen. So, jetzt sind sie gleichmäßig verteilt. Vielleicht noch ein bisschen höher geschoben, dass es sich unten hier, dass es unten an die Form anpasst. Und jetzt gruppieren. Auf die Linien muss ich aber treffen. Moment, sind ja noch markiert. Da oben gruppieren. Jetzt gruppieren. So, und dann habe ich eine Kopie davon gemacht. Steuerung C, Steuerung V. Und diese Kopie drehe ich einmal mit Drehen. Einmal eine, zum Beispiel Rechtsdrehung. Und diese Kopie, die lege ich dann einfach hier ebenfalls drauf. So. Die muss ich natürlich ein bisschen breiter machen. Die verschiebe ich so, dass sie an meine Form andockt. Und verbreitere sie ein bisschen. Moment, mach die Breite ein bisschen höher. Ah, das war die Höhe. Die Breite. Ach, der geht auf die Seite. Okay. So, ein bisschen rüberziehen. Ja, und dann muss ich nur noch Textfelder ergänzen. Das ein bisschen höher. So. Vielleicht noch ein bisschen breiter hier. Hilfslinien habe ich dann da auch noch zwischengelegt. Textfelder noch darüber gepackt, wo ich die Zahlen reingeschrieben habe. So, und jetzt gruppiere ich alles. Dies hier markiert. Da, Moment, das Bild dahinter erst markiert. Dann die Gruppe mit den vertikalen Strichen, die Gruppe mit den horizontalen Strichen. Rechte Maustaste gruppieren. So, und dann habe ich halt ein Feld, was ich in den Dimensionen verändern kann, was ich so auf meine Grafik schieben kann, um die Koordinaten, die zwischen 0 und 100 liegen, auszulesen. Ich denke mal, das ist eine Alternative, formelfrei, die vielleicht besser ist als die zuletzt gezeigte, aber manchmal fallen einem die Sachen erst nach einer Nacht oder beim Duschen ein. Und ja, würde mich einfach freuen,
wenn euch eine der beiden Alternativen zusagt. Und im nächsten Tutorial geht es dann, wie versprochen, hier um die Bilder auf meinen 3D-Karten.